So, also kommen zu einer Folge von Let's Play. Wie jetzt die 6, aber eigentlich ist es heute gar kein Let's Play. Entschuldigung, und zwar handelt es sich heute um die DLC-Vorstellung hier vom ersten WC 6 DLC. Heute habe ich persönlich Geburtstag, deswegen habe ich mir ein paar DLCs zugelegt. Ja, ein paar. Das waren schon mehr als ein paar. Und ja, ich würde sagen, wir auch direkt los. Keine Zeit zu verlieren, weil wir wollen ein bisschen was fahren. Und zwar handelt es sich hierbei. Auf welcher Strecke fahren wir denn? Ich glaube, ist nicht so lang. Ja, ich will schon ein bisschen aufholt fahren, auch immer das. Und zwar handelt es hierbei, wie ihr schon angeblendet seht, den neuesten WRC Toyota, der Testcar hier. Das wird nächstes Jahr in der WRC, Toyota ist ein neues Team, wie gesagt. Hier in der WRC kann man es dann, wenn man es jetzt hier ganz normal finden. Finde ich ein bisschen blöd, dass sie das in der WRC reingemacht haben und nicht irgendwie nochmal eine Kategorie mit Testfahrzeugen oder so. Da haben wir eine Volkswagen, die wohl eher aussterben werden, leider. Das ist auch lustig. Und ja, das sehen wir jetzt einfach hier irgendwo, dann kommt dieses Testcar. Da haben wir es auch schon mit den zwei Fahrern und ich würde sagen, wir gehen auch direkt los hier in Worlds. Die ist ja jetzt, die war vorbei, stimmt. Kommt die dann? Warte mal. Wenn die ja war. Achso, stimmt, das reinkommt ja auch noch, stimmt. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Ich bin mit der Karre bisher noch nie gefahren. Ich bin jetzt auch gespannt, warum die auch plötzlich angeblendet wurde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es damit mit Handmeilmäßig aussieht. Es werden auf jeden Fall ein paar Videos zu folgen. Und das sehen wir den anderen. Der wurde auch noch fertig. Und zwar folge ich jetzt mal mit Force Feedback. Das wird relativ lustig, glaube ich jetzt mal. Deswegen schreibe mal kurz das Glasuhr. Was da hier mal ein bisschen. Alter, jetzt hänge ich im Lenkrad fest oder was? Dann würde ich sagen, geh mal los. Da kann man es auch schon hören. Also Force Feedback ist an. Ich habe das mit der Kamera noch nicht so ganz gut verstanden. Ne? Ich habe jetzt wirklich mal mit der hier noch weiter fahren sollen. Soll. Jetzt haben wir versuchen es einfach mal. Schaut mal Licht an, weil sonst sehe ich mit der Kamera eh nichts. Also eigentlich bin ich ja jetzt eigentlich mehr mit der gefahren hier. Und was? Wow! Ich will das neue Auto nicht direkt beschädigen hier. Eigentlich sind wir dann immer mit der hier gefahren. Was eventuell schon sehen kann. Wow, das war schon schön reinspringen. Aber ich finde einfach die hier irgendwie ein bisschen besser. Ja, ich fahre da mit Lenkrad, wahrscheinlich im Let's Play, weil ich wahrscheinlich, also wenn ich mich jetzt mit dran gewöhne, dann. Mal gucken, ob ich das vielleicht im Let's Play aufhören werde. Let's Play kommt wieder, versprochen. Also wahrscheinlich auch einige Winner werden. Die wollen können auch vielleicht deswegen sogar noch gefunden haben, weil ich habe gemerkt, das haben sie schon, Alter. Da haben, also, ja gut, das kann man auch einfach noch Release raus. Das haben sich schon ein paar angeguckt, wurde, habe ich auch immer mehr an Kommentaren gesehen. Ja, müssen wir mal gucken jetzt. Also wie gesagt, wir sehen ja schon mal das neue Auto auf jeden Fall. Also ich werde mit dem eh noch meinen Spaß haben, vor allem auch noch in sonstigen Special Events fahren. Jetzt mit dem Assetto Corsa wollte ich auch noch kurz was sagen. Und zwar gab es wieder diese 2009er Car-Test. Das ist unterbrochen, das Event, weil die Bremsen, bzw. mein Lenker wird dann nicht mehr irgendwie akzeptiert. Deswegen ist auch mit Assetto Corsa Content mit Porsche, wo ich auch noch vorstellen wollte, eigentlich ein bisschen, Alter, ein bisschen schlecht. Wir werden jetzt hier wieder total abkacken, weil mein Auto gerade noch quer geht. Und ich auch ein bisschen. Da kann man auch schon merken, worum es abgeht. Ja, das waren jetzt 8 Sekunden, perfekt. Ja, aber das ist jetzt auch nicht vielleicht das Beste, um das mit ohne ABS zu testen. Boah, ey. Die Handbremse ist mein Problem. Alter, wo ist die Handbremse auf dem Lenkrad? Frage ich mich aber. Also nicht. Das andere sind Scheibenwische, das weiß ich. Jetzt sind wir mal in Wales, ne? Auch mal schöne Sicht. Gucken wir mal. Das Ziel sieht schon mal ein bisschen weiter draußen, aber ich habe es mir heute gekauft, deswegen mit der Nummer 104. Ist es Testcar? So wird's, also mit Skin haben sie es reingemacht, weil Testcar lässt sich schlecht verkaufen, glaube ich. Das ist auch schon ein offizielles Skin für das nächste Jahr. Wie gesagt, VW, werde ich auch noch ein Info-Video zu machen. Ist jetzt, also aus der WRC, beziehungsweise aus dem gestandenen Rennsport ausgeschieden, das heißt, mein Lieblingsauto, wo wir auch hoffentlich noch hinwechseln werden in die WRC 2. Scooter ist draußen, das ist inzwischen eh, glaube ich, komplett pleite, was ich gehört habe. Also wurde mir zumindest gesagt von einem. Also nur noch in Australien werden, also ich weiß nicht, ob es Australien. Wow, ja gut, das ist geil. Ja gut, es ist eh erstmal verkacken in Worlds, ne, ist eh klar. Aber so, jetzt erstmal zum DLC selber, hat nur ein Auto in sich und ich will gegen die Mauer vorne auch. Ja, ist erstmal mit Lenkrad. War klar, 17 Sekunden Zeitschraube.
muss halt einfach ein bisschen können, ne? Man muss halt ein bisschen auch vorher trainieren, hätte ich vielleicht eventuell auch können. Mache ich aber nicht, weil ich halt einfach der Oberskill hier sein will. Gucken wir mal, wir haben noch 2,3 Kilometer, ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall, heute ist in WRC, also in der Karriere dann mit WRC 2 zu Ende sein, und wir das hoffentlich gewonnen haben oder halt einen Vertrag für die WRC bekommen würden. Würden wir da eins von dem Team bekommen, werde ich da auf jeden Fall hingehen. Also zum Realismus zwar nicht, aber so finde ich einfach das Team geil. Wenn sie es in der Karriere überhaupt reingemacht haben, dann könnte immer noch sein, dass sie es überhaupt nicht reingemacht haben. Auf jeden Fall ist das jetzt einer der WRC-Autos hier im Spiel. Ist also, ich finde schon cool, ich habe auch mal ein Review schon drüber verfasst. Werde dann das Video verlinken und andersrum werde ich es nicht machen. Oder ist der Wills von, das ist der Fluss von Wills. Wow. Alter, mein Auto. Ist mir noch gut beieinander, ehrlich gesagt. Inzwischen habe ich mich an Betrauen gewöhnt. Wow. Ach, ich möchte den Kollegen meine Betrauen angucken, deswegen. Mal gucken, ja. Boah. Ja, wie gesagt, wir werden eh Substreet abschneiden, das letzte ist eh klar wahrscheinlich. Und ich muss erstmal jetzt wieder einfahren hier vor allem, nach 2-3 Wochen Pause. Haben wir da fast den Tag gar nicht im Video gebracht. Also ich sage jetzt gerade immer nur noch wir, keine Ahnung warum. Und ja. So, ja, das haben wir es auch schon. Ist auch gerade im Spiel WRC 6. Ja gut, da können wir nochmal die Kamera gucken, brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir auch direkt weiter. Gibt es eventuell so einen Ausstellungsraum, wo wir uns mal das Fahrzeug näher angucken könnten? Warte mal. Fahrtest. Ja gut, das wollte ich eigentlich nicht machen. Und jetzt genau das, was ich nicht machen wollte. Ich wollte jetzt eigentlich ein Auto wählen können, aber okay. Ah, das steht das 17. bis 20. November. Kommen wir zum Fahrtest. Ja, ja. Oh, alles klar. Hat schon ein bisschen mehr Power, glaube ich, aber brauchen wir doch jetzt nicht fahren hier, Mensch. Wollte ich gar nicht machen, aber okay. Naja, aber erster Eindruck, Design gefällt mir eh, nun mal auch. Extras können wir mal da. Showroom, da haben wir es doch. Bestätigen. Ah, da haben wir ja letztendlich mal ein Showroom. Demo-Kamera, ist das hier oder was? Ja, komm, ich kann schon ein bisschen rumgehen eventuell. Wo ist denn der linke Stick hier? Ja, rumgehen können wir anscheinend nicht. Schade, ehrlich gesagt, aber das Auto so gefällt mir ja eh. Da steht's auch jetzt. Was fahren wir denn? Fahren wir doch mal, Schauen wir mal das da. Hier wieder mit dem Mod. Nee. Also wir machen jetzt dann wahrscheinlich noch das hier und dann das hier. Scooter Fabia gewonnen. Ja, alles klar. Colin McRae haben wir noch. Jetzt hier müssen wir. Also das ist jetzt nicht mehr, wo wir gerade gefahren sind. Jo. Los geht's hier nochmal mit einem neuen Auto. Aber auch wieder was Gutes hier. Bräuchte ich auch wirklich meine Handbremse. Ja, dann hier die Fahrtests, finde ich, für das Auto. Wow. Und rechts abbiegen, Strohballen innen, in links 2, Strohballen innen, 40, spitlinks, Bremse und rechts abbiegen, Strohballen innen. Boah, das ist Auto hinne, auf der anderen Seite zumindest. Keinesfalls schneiden, Strohballen und links 2, über durch Wasser, 30. Wow, da schwimmt mir ja richtig. Rechts 2, alles klar. Links schneiden, in links abbiegen, Strohballen innen und rechts 2, kurz.
Strohballen innen, in links 3, 30. Links abbiegen, Strohballen innen. Boah, voll die Stutter, Leute, hier bin ich genommen. Links 2, Strohballen innen. Sprung und rechts abbiegen, Strohballen innen, in links 2, Strohballen innen, 40. Schalte der gar nicht, man muss man okay. Rechts abbiegen, Strohballen innen. Jetzt hat die ganze Zeit nur Strohballen innen. Keinesfalls schneiden, Strohballen und rechts 3, nicht schneiden. Boah, wir würden es jetzt wahrscheinlich in unserer Karriere neu warten. Nee. Ach, da geht's lang, sag's doch gleich, Mensch. Okay, ja, das ist der Kollege. Ja, wir sind auch letzter Woche sowas von klar. Naja, dann würde ich sagen, fahren wir noch eine letzte und dann werde ich mein Review zu diesem Auto und zu diesem DLC, diese Idee verfassen. Fahren wir dann zum Schluss, fahren wir nochmal da, oder? Ja, das passt perfekt. Fahren wir noch die. Ja, ich muss dazu sagen, das Auto ist so bisher top. So im Vergleich zu anderen WRC-Fahrzeugen, wo ich schon mal gefahren bin, top. Muss man mal so sagen. Wir sagen mal los hier in den letzten. Let's go hier. Das finde ich schon toll, dass die Entwickler das so machen, finde ich. Haben wir schon letztes Jahr mit den E-Sports-Dinger da, aber... Bloß nicht das hier umfahren, das ist wichtiger, glaube ich. Boah. So ein bisschen haben wir uns sogar was abgefahren. Boah, bitte nicht. Durch die Idee, ich glaube, bin ich schon mal im Einzelspiel gefahren, aber nicht mit dem Auto. Aber ich kenne die auch nicht mehr auswendig. Wow. Nochmal. Rechts weg, fängt sich 100. Rechts 5, Strohballen außen, fängt sich 3. Und links 4, fängt sich 3. Und spitz rechts 50. Rechts 5, fängt sich 3. So, Auto schon tiefer direkt. Das quält man auch die Texturen. Und auf eine Haarnadel links. Natürlich muss es hintere Licht noch kaputt gehen, aber klar. In links 3, öffnet sich 30. Achtung, Bremse. Geht aber auch gar nichts mehr jetzt gerade bei mir. Sind noch 100 Meter, haben es glaube ich noch in sich. Ja, genau, das war nämlich die, wo ich noch mal gefahren bin, irgendwo mal. Boah, komm rum. Mit der Nummer 104 auch mal eine schöne Nummer. Boah, ich habe halt wirklich noch mehr länger Jogger als in Formel 1. Einfach noch dann mein Problem, vor allem in solchen Hornkurven. Da hätte ich das Lenkrad auch nicht rumreißen kann, bevor der ganze Motor kaputt geht. Wow. Nicht schneiden, innen halten, in links 3, lang 30. Rechts 3, so und damit 30, links 2, haben wir es mal einfach mal geschafft. Boah, so klar, dass wir es auch noch umfahren müssen. Jupp, das haben wir doch ein bisschen auf Platz. Ja, immerhin mal 18. Ne? Ja, gut, 500 Sekunden, das kann man mal gehen lassen. Auf jeden Fall, so ja, eigentlich nicht, aber okay. Mein Review zu diesem Fahrzeug, ganz einfach, cooles Fahrzeug, cooler Content, auf jeden Fall, ich kann es mir weiterempfehlen, das ist für diese 3 Euro, das ist auf jeden Fall wert, man hat aber noch einen 217er Kalender, glaube ich, reingemacht, der kostet 7 Euro, ja, kann man machen für 10 Euro, nicht die Welt, aber trotzdem, dieses Auto hat es auf jeden Fall in sich, wenn es ein Wunderbar unterlassen, dann sehen wir uns beim nächsten WRC 6 DLC, was hoffentlich kommt, wieder, bis dann, haut rein, bis dann, mach's gut, ciao!